Improvisation ist für mich pure Lebendigkeit. Wunderbar. Was ist für dich Improvisation? Improvisation heißt für mich einander vertrauen, heißt für mich Führung zu teilen, ja. Geteilten Leadership, also gemeinsame Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und dass man gut improvisieren kann, wenn dahinter gemeinsame Ziele liegen oder gemeinsame Visionen. Wenn das geklärt ist oder gemeinsame Werte, dann lasse ich es auch leichter improvisieren. Mhm. Es bedeutet für mich viel mehr Leben, lebendigeres Arbeiten, viel mehr Kreativität und Freude an der Arbeit. Gott. Mein Haus zu renovieren mit den vorhandenen Utensilien. Aha, und welche Utensilien hast du so außer diesem hervorragenden Ding? Also ich habe einen Mülleimer, wo die abgezogene Tapete reinkommt. Dann habe ich mir so einen Wasserzusatz gekauft, damit ich das da abplatzen kann. Dann probiere ich meine Toilette im Erdgeschoss. Improvisation ist für mich Neues im Leben entdecken. So einfach geht es. Schauen Sie. Antwort. Ich danke dir. So. Der Weg, Dinge an sich selbst zu entdecken, die verborgen geblieben sind bisher. Und wie machst du das? Ja, in der Probenarbeit, bei Theaterstücken, in Findung von Szenen, von Möglichkeiten zum Kabarett schreiben. Die Möglichkeit, meine Kreativität, Spontanität auszuleben und mich mit anderen Menschen zu treffen und einfach gemeinsam schöne Dinge zu erleben. Improvisation ist zum Beispiel, wenn ich im Zug sitze, den Artikel lese, mein Smartphone in einen Lüftungsschlitz am Fenster des Zuges festklemme. Und nun versuche, die Anforderung eines 20-Sekunden-Films zu erfüllen. Dankeschön und einen schönen Tag.